Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in der Grillothek. Heute beschäftigen wir uns mit Fleisch. Fleisch brauchen wir beim Grillen natürlich unabdingbar. Ohne Fleisch geht beim Grillen eigentlich gar nichts. So, jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man zu Fleisch kommt. Ich möchte heute eine Alternativmöglichkeit vorstellen, wie man tatsächlich satte Schweinesteaks aus dem Wollen nach seiner beliebigen Größe rausschneiden kann. Und das erstaunlicherweise, dieses Fleischstück gibt es beim Discounter. Gekauft bei Lidl zum Block von etwa 1 Kilogramm und zum sehr günstigen Preis und die Qualität. Wollen wir uns gleich mal anschauen. Und hier haben wir das leckere Stück Fleisch. Ein Nackenbraten, wunderschön durchzogen, schöner Fettrand. Und darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Es gibt auch immer ein paar magere Stücke, die würde ich zur Umsetzung als Schweinenackensteak allerdings nicht empfehlen. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir dieses Fleisch rund 1 Kilogramm in etwa 3 gleich große Stücke teilen, würzen, kurz marinieren und anschließend direkt auf den Grill bringen. So ihr Lieben, hier haben wir das schöne Stück Fleisch und da schauen wir nun, dass wir in etwa 3 gleich große Stücke rausschneiden. Wunderschön durchzogene Stücke Fleisch sind das nun geworden. Und die werden wir nun ein wenig marinieren. Und zwar haben wir dafür ein sehr gutes Bio-Olivenöl. Schaut beim Olivenöl, dass ihr kein billiges verwendet. Dann haben wir hier Knoblauchgranulat, Salz und Pfeffer. Mehr als diese Komponenten, ach, vergessen habe ich noch ein wenig Rosmarin wird noch dazu gegeben. Mehr als diese Komponenten brauchen wir nicht für ein leckeres, saftiges Steak. Fangen wir an mit Salz und Pfeffer. Beim Würzen verwende ich prinzipiell nur Meersalz. Hier habe ich Meersalz in der Küchenmaschine, ganz feinkörnig, gemixt, geschlagen. Und man kann es natürlich auch direkt aus der Mühle nehmen. Dann nehmen wir Pfeffer. Auch mit Pfeffer nicht zu sparsam sein. Schwarzer Pfeffer kommt eigentlich bei den Steaks am besten. Oft wird auch weißer Pfeffer verwendet. Der ist mir allerdings zu mild. Dann nicht vergessen, Knoblauchgranulat. Wie man Knoblauchgranulat selbst herstellt, das zeige ich euch in einem anderen Video. Die Grundwürze ist drauf. Jetzt geben wir ein paar Tropfen Olivenöl auf die Anschnitte. Und verreiben das ein wenig. Das Olivenöl unterstützt wunderbar das Aroma beim Grillen, sodass wir hinterher eine herrliche Geschmackskruste haben. Und nun zupfen wir noch ein paar Rosmarinblättchen ab und geben die einfach mit aufs Fleisch. Das Rosmarinaroma überträgt sich schön in das Fleisch und gibt beim Grillen
Öle ab, die dann später diesen Geschmack von Rosmarin vorzüglich wiedergeben. Der Rosmarin muss später beim Grillen nicht abgenommen werden. Der darf drauf bleiben. Und wird beim Grillen durch das Verbrennen sehr schön seine Aromen abgeben. So, sind wir soweit fertig. Legen wir die Steaks in eine Schüssel oder Wanne. Stellen sie kalt und ja, nach ca. 2 Stunden sind sie sehr schön durchgezogen und dann können wir sie auf den Grill packen. Was wir noch vergessen haben, unbedingt durchführen, machen wir normalerweise, bevor wir das Fleisch würzen und einölen, aber da wir das vergessen haben, machen wir es jetzt. Das Fleisch sollte nicht geschlagen, nicht geklopft, aber ein wenig gedrückt werden. Mit dem Handballen einfach kräftig runterdrücken. Man sieht das, glaube ich, sehr deutlich, wie das Fleisch ein bisschen flacher wird, auseinandergeht. Und ein wenig in der Struktur aufbricht. Das machen wir bei allen 3 Steaks. Oder so viele Steaks, wie ihr dann eben gerade habt. Und wie man sieht, werden die dadurch noch viel schöner. Bekommen auch eine gewisse Breite. Und schmecken am Schluss noch besser. So, sieht das schon gut aus. Dann wieder zurück zum Weitermarinieren. In der Zwischenzeit können wir unseren Grill schon mal anwerfen. Es ist heute kalt, zwar schwül, aber kalt. Der Grill steht im Regen und im Moment tröpfelt es mal nicht. Aber das kann natürlich durchaus sein, dass das bald wieder losgeht. Und jetzt wollen wir den Grill derweil schon mal aufheizen. Er braucht sicherlich ein bisschen länger heute. Nicht 10, 15 Minuten, ich werde ihn 20 Minuten volle Kanne aufheizen lassen. So, Auge zu, heiß werden lassen und nachher sehen wir uns wieder. Die Schweinenackensteaks sind mariniert, durchgezogen und warten schon drauf, auf den Grill zu kommen. Der Grill ist mit allen Brennern auf Vollgas vorgeheizt, damit wir auch eine schöne Temperatur kriegen. Der dürfte jetzt so ungefähr bei 300 Grad, vielleicht auch ein bisschen drüber liegen. Und da legen wir jetzt unsere Steaks drauf. Und auf geht's mit dem Grillvergnügen. Die Steaks werden jetzt von jeder Seite zunächst 90 Sekunden gegrillt, dann gedreht und nochmal 90 Sekunden und ja, das machen wir eine Weile hin und her, dass wir auch ein schönes Branding bekommen. Deckel können wir zumachen, dann kriegen wir auch eine schönere Gartemperatur rundherum. Ein paar Flammen sind erlaubt. Nur bei den Flammen aufpassen, dass sie nicht überhand nehmen. Das zerstört den Geschmack, weil das Öl dann einfach nur verbrennt. Einmal Kontrollblick. Ja, sieht wunderbar aus und Seite ist um. Jetzt können wir sie mal drehen und schauen,
Blending macht. Das sieht wunderbar aus. So, sieht schon sehr schön aus. Es fängt wieder an zu regnen. Machen wir den Grill schnell zu. Nicht, dass wir Wasserflasch bekommen. Okay, und weiter geht's. So, weiter geht's. Wieder schön wenden. Sehr schön. So, die Schweinenackensteaks sind nun von beiden Seiten mit einem wunderschönen Branding versehen. Jetzt legen wir sie nochmal für 5 bis 10 Minuten in die Ruhezone zum Nachziehen. Dazu schalten wir die linken Brenner aus, die rechten Brenner auf niedrigste Stufe und legen die Steaks nach oben in die Ruhezone. Dort kann der Garpunkt gemütlich nachreifen und der Fleischsaft sich festigen. Ihr Lieben, die Schweinenackensteaks sind fertig. Jetzt wollen wir mal eins runternehmen vom Grill und ausprobieren. Erstens, wie es schmeckt, zweitens, wie es aussieht. Sieht schon sehr lecker aus. Ein wunderschönes Branding über die Seiten. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Auch wunderbar. Sieht schon wunderbar saftig aus. Es schmeckt hervorragend. Da hole ich mal die Kamera näher. Gehen wir mal direkt durch die Mitte. Butterzart, ganz leicht rosa, sieht wunderbar aus. Was auch zu empfehlen ist, darf man nicht vergessen, das kann man auch hervorragend kalt essen. Aber jetzt schneiden wir mal ein Stück auf. Zum Ausprobieren. Oh, ist das schön zart. Außen knusprig, innen zart und saftig. Sieht wunderbar aus. Und wollen wir auch mal probieren. Schönes Stück, durchzogen, extrem saftig. Ihr seht, wie das tropft. Und ich muss jetzt probieren. Traumhaftes Fleisch. Eine wunderbar kräftige Würzung. Das Olivenöl bringt einen gewissen Geschmack mit rein. Und das ist außen knusprig und innen extrem zart und schmackhaft. Schmeckt echt nach sehr, sehr gutem Schwein. Da geht noch eins. Fazit der
Angelegenheit ist letzten Endes ein schönes Stück Fleisch, in dem Fall Schweinenackenbraten, beim Discounter hier bei Lidl gekauft. Kostet das Kilo 7 Euro, 6 Euro. Das heißt, wir haben jetzt drei Steaks à 330 Gramm für etwas mehr als 6 Euro gekauft. Und die Qualität ist frappierend gut. Man kann die Dicke selbst bestimmen. Wir haben auch schon probiert, aus einem solchen Braten nur zwei Steaks zu machen. Die sind dann eben zu dick. Aber schmeckt auch wunderbar, hervorragend. Die Fleischqualität ist spitze. Der Fleischgeschmack ist ganz hervorragend. Und mit der einfachsten Würzung, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Olivenöl und etwas Rosmarin, erhält man hervorragendes Schweine-Nackensteak. Probiert's aus. Und ansonsten wünsche ich euch immer eine Handbreit Glut unterm Grillrost. Und bis dahin.